Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Sims 4 aus der 100 Baby Challenge. So, der gute Franco kümmert sich schon ein bisschen um die Kiddies. Der hilft kräftig im Haushalt mit. Oh, er muss aber selber auch mal duschen, habe ich den Eindruck. Telefon für Conny. Ja, plaudere ich was mit ihr. So, du kannst anschließend Termine da absetzen. Wenn du fertig bist. Und dann kannst du mal duschen gehen. Oh, du müsstest aber vielleicht erst was essen. Wieso hast du die Käsepizza da nicht rausgenommen? Habe ich dir das nicht gesagt? Oder hast du es nur einfach nicht gemacht? Aber wir haben ja Filet Wellington, das kannst du dann nehmen, stimmt. Mehr Auswahl. Salami-Pizza haben wir. Wo kommt denn die Käsepizza her? Wer hat denn die gemacht? Können wir ja zur Not nochmal verkaufen, ne? Emily Brandon, ja, hat pikanten Klatsch verbreitet. Da hat schon wieder jemand das Puppenhaus zerstört. So, das können wir jetzt gerade mal in das Inventar hier packen. Wo ist die Pizza jetzt hin? Mist, wo habe ich denn die hingepackt? Ah, ist da drin. Okay. Sehr gut. Dann kannst du eigentlich gerade mal noch wieder verkaufen. Ja, Zuschauer sind weggelaufen, aber ist nicht so tragisch. Du musst eh aufs Klo. So. Und ihr zwei Schreihälse, du bist müde. Du gehst in die Haia, sehr gut. Du gehst auch in die Haia, sehr gut. Conny sollte noch einen Happen essen. Fünf Tage, sechs Tage. Dann ein Stück Filet Wellington. Aufs Klo musst du auch noch. Hygiene kann man dann auch noch auffrischen. Was ist mit dir? Ach, du willst duschen, okay. Nee, Abschlussball überspringen wir. Da gehen wir nicht hin. Ja, sie ist ein echtes Verkaufstalent. Sie verkauft gut Pizza. Ich kann leider keine Verkaufsgespräche mit ihr führen. Aber das ist egal. Hauptsache, sie verkauft Pizza. Du hast jetzt nicht wirklich die Dusche kaputt gemacht. Hat er natürlich. An, wie geht's, ein Freund von mir? Darf ich deine Nummer weitergeben? Nein. Darfst du nicht. Wer ist die beste Void-Kreatur? Beide sind gleich mächtig. So, kann ich dein Kind noch irgendwas verbessern? Solange sie kaputt ist, natürlich nicht. Wie sieht's bei dir aus? Du kriegst auch Hunger. Du kannst dir mal was zu essen holen. Auch ein Stück Filet Wellington. Wäsche brauchen wir noch keine machen. Ah, das Puppenhaus ist wieder repariert. Sehr gut. Sie verkauft fleißig Pizza. So muss das sein. Sind fast alles, glaube ich, irgendwelche Daddys von uns. Don, Brandon, Ragnar, Axel,
Ne, Axel ist ihr Bruder. Alfred Alleskönner ist auch ein Vater. Ragnar war doch hier, ne? Ach, das ist ihre Tochter, seine Tochter. Und Rodrigo hatten wir auch als Daddy. So, Pizza ist aufgebraucht. Dann können wir den Essensverkauf abbrechen. Es gibt nichts mehr. So. Das kannst du mal noch essen. Ja, und dann sieht das doch alles ganz gut aus. Was ist mit dir? Du hast dich schlafen gelegt. Ist auch okay. Ihr schlaft, du schläfst. Da würde ich sagen, mach du das auch einfach mal. Unwohl, Kopfschmerzen. Leg dich mal schlafen, meine Liebe. Vielleicht ist es dann besser. Hoffen wir doch einfach. So. Eigentlich schlafen alle, ne? Außer er jetzt. Wie lange ist er denn eigentlich noch da? Eigentlich ist er schon gar nicht mehr da. Doch, Übernachtungsbesuch. Heute noch und morgen noch, den Sonntag ist er noch da. Okay, also am Sonntag geht er dann. Gut. Ja, ich bin gespannt, wie seine Kinder aussehen. Klar, am Anfang sieht man noch nicht viel. Wir sind jetzt immer noch im zweiten Trimester. 2 Stunden haben wir noch. So, dann gehen wir mal auch schneller vorwärts. Er legt sich auch schlafen. Sehr gut. Du schreist schon wieder. Warum? Traurig, weil aufgewacht ist. Ja. Fütterst du gleich mal. Wirklich Hunger hatte sie eigentlich noch nicht, ne? Aber egal. Egal. Dann könntest du eigentlich gerade mal die Windel benutzen. Burp. Burp macht's. So, und dann kannst du sie jetzt nämlich anschließend gleich mal wickeln. Windel benutzt. Dann können wir hier gleich mal Windel wechseln. Mehr Auswahl, Windel wechseln. So, anschließend darfst du ihn mal noch füttern. Babypflege füttern. So, du bist auch wach. Du brauchst Spaß, okay. Mal wieder. Jetzt macht dir das Spaß, aber mit anderen zusammenspielen macht dir keinen Spaß. Okay. Wie sieht das bei den Damen hier aus? Da ist noch alles grün. So, Meilenstein auf Betreuung Pieseln freigeschaltet. Na, herzlichen Glückwunsch. So, du bist immer noch angespannt. So, du sollst ihn versorgen, bitte. Du brauchst immer noch ein bisschen Spaß. Du kannst aber gerade mal aufräumen und dich da nochmal schlafen legen. Für Spaß gucken wir später dann. Du
Du hast auch nochmal Level 3 für irgendwas, ne? Wo fehlt uns denn noch Logik? Warte, dann Spiel macht da erst nochmal ein bisschen Logik. Spiel du nochmal was. Vielleicht kriegst du dann auch noch ein bisschen Spaß und dann haben wir die Chance, dass du Montag Einserschüler wirst. Dann kann er nämlich auch gehen. Und bei den Zweien haben wir hoffentlich auch, die ist Zweiergrundschülerin. Sie ist auch Zweiergrundschülerin. Da haben wir dann auch Chancen, dass die dann Einser-Grundschüler werden. Nein, du dumme Fritte. Achso, du solltest mit Windeln wechseln. Okay, nee, das war okay. Doch, Windeln wechseln ist okay. Babypflege. Windel wechseln. Ist voll okay. Mach das. Da habe ich nichts gesagt. So, du könntest eigentlich wieder... Du bist eh noch müde. Geh mal in die Haie. Sonst schreist du nachher wieder nur rum, weil du müde bist und... Und überhaupt und... Hoppala. Ach, wir haben schon Sonntag, okay. Und es ist... Tag der neuen Fähigkeit, okay. Da haben die zwei Geburtstag, sehr gut, am Montag. So, wir haben Sommer. Sommer, das heißt, ich kann hier mal auf jeden Fall runterstellen. Und dann kannst du dich mal noch schlafen legen. So, du bist, glaube ich, auch durchaus noch müde. Meilenstein, erstes Wort freigeschaltet. Na, herzlichen Glückwunsch. In Haia gehen. Du bist traurig, weil vermisst Pferde. Du müsstest mal baden oder duschen. Und sie, du dummes Stück, sollst endlich einmal ins Bett gehen. Du bist eh müde. Oh, die ist unglaublich schlecht am Schlafen. Grausam. Wirklich grausam. Mein Beileid an alle Eltern, die sowas in echt haben. So, du hast Level 3 erreicht, oder? Jawohl, du kannst mal schlafen gehen, mein Lieber. So, du kannst auch wieder schlafen gehen. Schlafen. Hallo? Schlafen, so. Und du schlaf bitte auch endlich. Du bist so müde. Schlaf endlich ein. Und nächste Runde. Die ist unglaublich. Einfach unglaublich. Da fällt mir nicht mehr viel zu ein. So, die schlafen, die schreit. Aber du schläfst, das ist schon mal wichtig. So, dann gehen wir mal auf schnellere Geschwindigkeit. Du musst aufs Klo. Ups, geh mal. Und sie ist immer noch am Plärren. Die ist schläfrig wegen niedriger Energie und sie schläft einfach nicht. Sie ist so ein unglaubliches Kind. Das ist... Oh, einfach unglaublich. Die schreit die ganze Zeit wütend rum, weil sie müde ist und schläft einfach nicht ein. Haben wir irgendwo einen Holzhammer oder sowas? Mann.
Das ist ja wirklich unglaublich. Die macht zig Runden in die Haia gehen und schläft und schläft und schläft nicht. Einfach unglaublich. So, wir haben Sonntag. Da ist auch nochmal viel Leveling. Hat irgendjemand von euch Hunger? Du müsstest aufs Klo, meine Liebe. Halleluja, sie ist eingeschlafen. Unwohl, weil lockeren Zahn hat. Das kriegen wir hin. Ziehen wir. So, ansonsten bist du ausgeschlafen, ne? Könntest mal noch ein gemütliches Bad nehmen. So, hat keinen lockeren Zahn mehr. Endlich ist der Schreihals da eingeschlafen. Halleluja. Dann könntest du eigentlich das hier noch fertig essen. So, wie sieht es bei dir aus? Das ist eigentlich alles grün. Das ist schon mal gut. Du kannst da mal noch weiter schlafen. Bei dir ist auch viel, also auch alles grün. Hunger wird langsam, aber brauch noch ein bisschen. So, du könntest dann eigentlich mal noch eine Pizza machen. Du müsstest auch noch duschen. Kannst du die eigentlich noch verbessern? Nee, ne? Pulsierende Massagedüsen installieren. Traurig, weil besten Freund verloren hat. Das war doch dieser Anruf da, ne? Wer auch immer das war. Ich weiß es gar nicht. Alles. Oh, da kann man wieder ernten. Lass das mal. Wütend, weil wach und wütend ist. Schlaf halt wieder ein. Schlaf einfach wieder ein. So. Du schläfst noch, du badest. Du installierst. Ah, die Kinder. Sowas von nervig. Gleich haben wir demnächst einmal noch wieder zwei weitere Schreihälse. Weil sie ist ja jetzt im dritten Trimester. Mal gucken, wann es losgeht. Und dann kommen seine Babys. Bin mal gespannt, was es für welche sind. Bin ich mal sehr gespannt. Conny hat, by the way, noch 34 Tage, bis sie Senior wird. Also das dauert noch ein bisschen. So, sie repariert noch. Oder verbessert. Und wir haben Sommer. Der Sommer ist da. So, dir geht's gut. Du brauchst... Können wir hier irgendwas leveln, mental? Du könntest doch mal Schach noch lernen. Level 4 der Sozialfähigkeit erreicht, sehr gut. Du könntest eigentlich mal gucken... Ausstellen, gucken wir mal. Wow, Karl hat einfach mal das Klo kaputt gemacht, weil das kann. Reparieren wir. Karl müsste auch bald gehen, ne? Level 3 der Mentalfähigkeit erreicht. Sehr gut. Oh, da müssen wir mal gegen Pflanzen ein. Kann sie das? Sie könnte sie bewässern. Aber sie kann sie nicht... gegen Käfer einsprühen. Stand bedienen. Mach das bitte mal, meine Liebe. So. Kannst du hier noch verbessern? Ne, fehlen uns die nötigen Teile.
glaube, du kannst nochmal eine Pizza machen. Ananas. Bar. Also, was heißt Bar? Kann man essen, aber muss ich jetzt nicht unbedingt. So, du bedienst den Stand und plauderst mit Karl. Pizza. Sehr gut. Und dann kann sie den nachher noch rausholen, sobald die fertig ist. Du wärst müde, ne? Müssen aber noch kurz warten, bis die Pizza fertig ist. Könntest gerade mal so lange noch aufs Klo gehen. Level 4 der Mentalfähigkeit erreicht. Du kannst mal aufhören damit. So, du könntest mal aufstehen. Du kriegst eh Hunger. Bing. Ein Gericht nehmen. So, du kannst gerade mal die Pizza nehmen. Dann können wir gleich schon mal die nächste noch wieder machen. Uhuhu. So. Mehr Auswahl. Hä? Kochen. Pizza Margarita. Dann kannst du hier noch putzen mit Elan. Derweil öffnen wir das hier schon mal. So, dann kannst du mal den Stand hier bedienen. Das funktioniert irgendwie nicht richtig, habe ich den Eindruck. So. Ja, du willst schwitzen, das ist okay. So. Du könntest den hier gerade mal aufräumen. Du hast Zusatzaufgaben fertig, naja. Bing. So, Mahlzeit nehmen. Dann können wir den nämlich auch in den Stand hier packen. Sobald er die genommen hat. Haber. So, sehr gut. Öffnen. So, und dann würde ich sagen, kann ich hier öffnen? Kann ich die irgendwie hier Geschäftsangaben ändern? Okay, vielleicht holt sie die nachher automatisch raus. Werden wir später sehen. Ah ja, da ist sie ja. Sehr gut. Ja, damit beenden wir dann nochmal die heutige Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben, ein Like da. Würde mich sehr darüber freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.